Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von unserer Elf-Freunde-Fußballschule. Wir bringen den Fußball zu dir nach Hause. Hier dreht sich alles um die hohe Kunst der Fußballtechnik, Tricks und ob man diese überhaupt in der Realität umsetzen kann. Ich stehe hier auf dem Trainingsrasen von Turbine Potsdam und ich bin nicht allein, denn an meiner Seite sind Selina Cerci und Susi Bums. Und die beiden werden uns heute einige Techniken beibringen. Selina ist Stürmerin bei Turbine Potsdam und Susi ist Bassistin bei der Punkrock-Band The Screenshots und hat außerdem zusammen mit Thees Ullmann einen eigenen Fußball-Podcast. Danke, dass ihr beiden heute hier seid, um uns einige Sachen beizubringen. Ich bin gespannt, was wir heute alles lernen werden. Ich bin vor allem gespannt, was du, Susi, heute von Selina lernen kannst. Spielst du denn in deiner Freizeit auch öfter mal Fußball? Ich glaube, ich kann eine ganze Menge lernen, um ehrlich zu sein. Ich spiele im Moment nicht mehr so viel, früher mehr, vor allem als Teenagerin. Jetzt immer nur, wenn es sich ergibt oder wenn man genügend Leute zusammenbekommt. Also kommst du schon mit einer guten Basis hier rein und kannst Wir werden es sehen. Wir werden Sehr gucken. Gut. Das dürft ihr in den Kommentaren besprechen. Schon mal an dich die Frage, hast du denn einen Signature-Move oder was denkst du, welchen Trick, welche Technik müssen wir unbedingt lernen? Also ich kann euch natürlich den Around the World beibringen, vielleicht auch mehrfach und nicht nur einfach. Und schauen, ob Gucken Susi wir. Den denn schafft. Ich jongliere jetzt den Ball, dann warte ich auf den richtigen Moment. Und sobald er mir auf den starken, also entweder links oder rechts, zieht ihr den dann leicht hoch und geht dann einmal schnell rum und fangt ihn dann wieder auf und versucht am besten weiter zu jonglieren. Habe ich das extra auch zu Hause gelernt eigentlich, wo es gibt. Was? Ich bin sehr nah dran, ich habe es gerade gemacht, aber da war die Kamera kurz aus. Ich bin nicht so nah dran, aber als eine Lektion von mir ist, einfach weitermachen. Sag dir nächstes Mal, wenn wir uns sehen, dann sitzt der. Was sind denn seine Ziele für die kommende Saison und wie freust du dich darauf? Also persönlich natürlich, dass ich verletzungsfrei bleibe und dass ich natürlich mich noch mehr weiterentwickle. Ich bin jetzt auch noch eine junge Spielerin. Und mannschaftlich natürlich steht der Champions League Platz noch im Raum sozusagen, den wir ja auch erreichen wollen, also die Qualifikation dafür. Auf TikTok und so seht ihr immer sehr schwierige Tricks. Mir wird jetzt auch ein sehr schwieriger Trick beigebracht, nämlich der vielfache Übersteiger. Bin sehr gespannt. Okay. Ja! Woo! Du schaffst das! Okay, also ich laufe und dann geht's 1, 2, 3, 4 und dann geht's hier weiter und los geht's. Und 1, 2, aber dann bin ich da drüber, ne? Und 1, 2, 3. Wichtig ist, dass du immer vorne um den Ball gehst. Ja, jetzt. Weiter, weiter, weiter und ja! 1, 2, 3. Boah, pass auf, Franz, du hast es gut gemacht, Danke. Wie gesagt. Und es ist auch vollkommen okay, dass es jetzt nicht geklappt hat. Der Rasen ist ziemlich stumpf, der Ball rollt hier nicht optimal, dass du das deine stimmt. Beine über den Ball bekommst. Aber, das stimmt. Ja, genau. Für Danke fürs Zeigen. Kein Problem. Wie sieht es denn bei dir aus, Susi? Mit welchen Teams fieberst du damit? Ja, da habe ich keine so unglaublich gute Antwort drauf, weil natürlich, stimmt. Es ist einfach ziemlich einfach für wen ich mitfieber, nämlich Turbine Potsdam. Und ja. Ich wünsche sehr viel Erfolg bei der Qualifikation für die Champions League und natürlich die ersten drei Plätze sozusagen. Na klar. Wie bei Wilhelm Tell hier. Jetzt zeigen wir euch, wie man den schönsten Elfmeter schießt. Das war doch schön. Und jetzt zeigen wir euch, wie man den dreckigsten Elfmeter schießt. War das dreckig?
eine Taktik, wie man auch mit mittleren Fähigkeiten als Abwehrspielerin gut punkten kann und eine Stürmerin stoppen kann, ist überraschend zu schreien und überraschend zum Beispiel den Ball wegzunehmen. Ihr werdet es gleich sehen. Die Stürmerin kommt. Oh, warte mal, das ist der falsche Ball. Warte, Steph, wir müssen einen anderen Ball. Hey! Anderer Ball. Als Abwehrspielerin kennt ihr es vielleicht auch, dass ihr für den Torwart oder die Torfrau auch manchmal weite Abstöße machen müsst. Dafür gibt es auch eine Technik, die aus einer anderen Sportart angelehnt ist, nämlich aus dem Ballett. Auch das zeige ich euch. Ihr geht in die Position 1 des Ballett. So, 90 Grad, der Körper ist immer angespannt. Geht runter und geht dann einen Dreier-Hopserlauf zum Ball und schießt. So, und jetzt zeige ich Susi nochmal, wie man richtige Freistöße schießt. Los geht's! So, also man legt sich den Ball richtig hin. Also ich habe da immer so, hier, ich nehme den Punkt, lege den auf den Boden. Also das Elf-Freunde-Logo zum Genau, Ding. Perfekt. So, dann hast du hier dein Standbein. Mhm. Und dann gehe ich immer so drei Schritte eigentlich zurück, weil man nicht so viel Anlauf braucht. Und dann läufst du dann halt los und versuchst ihn halt hier mit der Innenseite spannend leicht zu treffen. Mhm. Am besten halt, dass er halt einen schönen Schnitt bekommt. Mhm. Oder wenn du ins lange Eck schießen willst, halt schön lang ziehen. Okay, los geht's. Wir können es gleich machen. Ich habe gelernt, dass das Elf-Freunde-Logo zur Kamera muss. Dass ich drei Schritte zurückgehe. Eins, zwei, drei, sowas, ne? Genau, und dann ist das Ziel gewesen, obere rechte Ecke, ne? Ja, genau. Okay, wir gucken. Ah, das war schon gar nicht so schlecht. Nächster Versuch. Eins, zwei, drei. Uff! Yes! Nachschluss! Und? Boom! Jubel! Was dein schönster Jubel, wenn du ein Tor gemacht hast? Okay, genau, also was ich mir letztens dachte, Kinder, ne, freuen sich ja so, dass sie einfach so stehen und die Arme hoch haben und so, juhu! Wir haben auch eine in der Mannschaft, Melissa Kessler, ja. So 25. Ja. Ist auch mal witzig, wenn die ein Tor macht, dann macht die mal. Hast du denn einen bestimmten Torjubel schon? Oder musst du dich noch einfinden in die? Also einen bestimmten habe ich nicht. Ich glaube, ich mache das immer aus Emotionen heraus. Ja. Also gerade was mir durch den Kopf geht, mache ich einfach. Ja. Aber meistens eh immer, dass wir uns zusammentreffen und uns alle umarmen einfach. Ja. Genau. Gemeinsame Freude. Ja. Auf TikTok sehen wir ja ständig super coole Tricks, die gut rüberkommen, super aussehen, im wahren Spiel wahrscheinlich nicht ganz so gut funktionieren würden. Selina zeigt uns jetzt mal einen von dieser Sorte und erklärt uns, warum im Spiel das wahrscheinlich nicht ganz so gut kommen würde. Oh, warum hast du den im echten Spiel noch nie gemacht? Ja, weil der einfach zu viel Zeit kostet. Im echten Spiel wäre da schon lange ein Gegner dran oder ein Fuß oder ein Körper dazwischen. Ja. Und ja, der muss halt wirklich sitzen, wenn du den dann machen würdest. Aber, wirst du den irgendwann mal einbauen, wenn ihr so, sagen wir mal, so 9-0 vorne liegt? Und du denkst so, ach komm, jetzt it's time to shine. Na, ich glaube nicht, weil wenn man 9-0 vorne liegt, dann will man ja auch nicht mehr so überheblich den Gegner über sein, weil man will ja auch fair sein. Und ich glaube, ich würde den eh nie machen, weil wenn der nicht klappen sollte, dann bin ich, glaube ich, ganz schnell auf der Bank. Dann zeig uns doch nochmal jetzt einen Trick, wie man den Gegner oder die Gegnerin am besten ausspielt, ohne viel Tricksen. Okay. Also, ich mache Abwehrspielerin. Genau. Also man läuft einfach ganz normal an, eigentlich im Tempo. Ich mache den jetzt mal langsam vor. Man führt ihn mit seinem starken Fuß, macht eine Körpertäuschung und geht dann vorbei. Und schneller würde das dann halt einfach so aussehen. Das war die erste Ausgabe von unserer Elf-Freunde-Fußballschule mit Susi Bums und Selina Cerci. Jetzt habt ihr hoffentlich einiges gelernt. Vielleicht nicht unbedingt, wie man bei TikTok glänzen kann, aber dafür, wie man in einem richtigen Spiel überzeugt. Danke an euch beide, dass ihr unsere ersten Gäste heute wart. Sehr gerne. Ja, danke. Liebe Grüße.